Hallo, ich bin's, Alexandra, Art by Alexandra. Einblicke in Leben einer Künstlerin, in mein Leben, was ich so mache, was ich so treibe in Bezug auf Kunst machen, Malerei, auch etwas, was ich euch in den Workshops zeigen, erzählen würde, je nachdem, wie eure Interessen sind, und einfach drauf losmalen, ne? Ist so einfach. Tatsächlich habe ich etwas, womit ich unglaublich gerne arbeite, vor allem. Wer ein bisschen mich begleitet hat, der weiß, dass ich meistens, ich sage jetzt mal zu 95%, wenn ich ein Exponat beginne, zuerst die Hintergrundfarbe aufbringe, dann das Motiv und das so sozusagen in diesem, ja, für mich dann im Kopf 3D arrangiere und zusammenbringe, sodass es eine einheitliche, stimmige Landschaft im Sinne von Motiv in Zusammenarbeit mit dem Hintergrund entsteht. Und womit ich am liebsten dann die Farbe auf die Leinwand verteile, direkt noch in einem Mischverfahren. Ja, ich mische unglaublich gerne lieber die Farbe direkt auf der Leinwand, wenn es geht, ist, ich bringe jetzt erstmal ein Werkzeug hoch, vielleicht erkennt ihr das. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, guckt mal, eine Malerrolle. Ja, ich arbeite unglaublich gerne mit Malerrollen. Viel mit Schwung, mit Kraft und, ne? Ihr seht hier, das da hier ist zum Beispiel schon benutzt, das da hier ist nigelnagelneu und das da hier ist noch so eine Sorte mit Schwamm. Ich arbeite tatsächlich am liebsten mit diesem hier, weil es für mich noch so eine schöne Struktur ergibt. Die ist schon benutzt, aber gut ausgewaschen und jedes Mal, wenn ich diese Rollen verwende, ne, geht zwar unglaublich viel Material drauf, aber ich bekomme genau das, was ich möchte. Habe ich mir so selber erarbeitet. Ja, ich könnte auch mit einem großen Pinsel. Ist für mich nicht so zufriedenstellend, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe ein bestimmtes Ziel und dieses Ziel möchte ich erreichen. Das kann ich mit Farbrollen am besten. Ist das jetzt Kunst, wenn ich mit einer Farbrolle arbeite? Ja, warum denn nicht? Ich kann auch mit meinen Fingern malen. Ich kann mit meinen Füßen malen, wenn ich das möchte. Ich kann mit meinem Körper sogar malen. Ich möchte doch ein bestimmtes Ergebnis erzielen. Und wenn das eine Farbrolle schafft, dann könnt ihr das auch. Ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Habt viel Spaß mit euren Arbeiten und genießt die Sonne. Ciao, ciao.